Was ich heute gekriegt habe, das ist was ganz Besonderes, was ganz Delikates. Oh, es gab noch eine Flasche Selters. Oh. Selters kommt von selten. Sekt gibt's in jeder Kaufhalle. Ja. Sagen Sie mal, laufen Sie etwa auch nach Hause wieder? Naja, also einmal 136 Kilometer reicht. Nein, zurück so sind es mehr Kilometer. Ach so. Ja, weil die Autobahn da mehrmals einspurig wird. Und da müssen, und da müssen Sie egal einfädeln, nicht wahr? Mhm. Und da passen Sie auf beim Einfädeln, beim Tempo, sonst werden Sie rausgefädelt. Da geht es denen wie den Dicken aus der 02, 03 geht es hinter, das ist eine Nudel. Was läuft, den haben Sie auch rausgefädelt. Haben Sie gesagt, Bürger, bitte Ihren Führerschein. Das ist eine Nudel, hat er gesagt, den habe ich euch da erst vor 14 Tagen gegeben. Wo verbummelt, was? Völlig verblaufen. Das war ein bisschen peinlich, nicht wahr? Aber jetzt ist ja bald das Wichtigste zum Schluss vergessen. Das ist eine ganz delikate Geschichte. Meine Frauen aus der 03, besonders die Rothorsche, die hat jetzt getauscht, die waren der 02 erst früher. Ja? Ach so, die hat die Wohnung getauscht? Nee, die Männer, aber es bleibt ja noch. Ach so. Nein, und die haben gesagt, du hast doch nicht den Mut, diese delikate Frage zu stellen. Mir ist das ja auch richtig peinlich, aber wissen Sie, Sie waren doch mal in einer FF dabei, drin, auf dem Titelblatt draußen drauf, ne? Und da waren Sie doch in einer, so einer Badewanne, ne? Also da waren Sie doch wie ein bisschen nackt. Na ja. Aber mit Zeitung. Mit Zeitung. Ja, und da haben die gesagt, das traust du dir so und so. Und ich will fragen, ich will so gar nicht hier vor allen Leuten, ich weiß nicht. Also, nur mutstumm wie. Gut. Herr Emmerlich, sagen Sie, wo haben Sie bloß die große, schöne Badewanne her? Also jetzt komme ich zu dieser Heiratsanzeige. Sie wissen ja, in einer Heiratsanzeige will man viel sagen und wenig bezahlen. Und da steht sie so hier, abgekürzt. Na, ich lese mal vor. Sull, Zrips, Mill. Du denkst nicht, ich hätte was getrunken. Ich habe aufgehört mit dem Alkohol. Ich hatte keinen Gegner mehr. Na, na. Ach, jetzt habe ich erst begriffen, wie Sie es begriffen haben. Also, Sull, Zrips, Mill heißt solides, strebsames Mädel. 19, Strich, Schrägstrich. 1,68, Schluck, dübel, düff. Das heißt schlank, dunkelblond, evangelisch. Ist ja klar. Wer sich katholisch würde, er stehen. Schluck, dübel, kat. Kiffen, brr. Kaufmännischer Beruf. Wübeck, wüstes Becken. Nein, entschuldige, nein. Nein, entschuldige bitte, so gerne, wie es mir leid tut. Manchmal denkt man, man glaubt es kaum. Das heißt Wünschbekanntschaft. Ich bin nur ein Dummer. Also, ich kann mich noch nicht an die Sommerzeit gewöhnen. Also, Wünschbekanntschaft. Mit. Das heißt liebenswert, etwas zur Seite gehen, damit ich keinen beschädige. Das werden Sie nicht kennen. Das heißt charakterfest. Jung, Mann, junger Mann, Zweck, Spätheirat. Das ist ja gar nichts, 19, ich muss weg. In Klammern, die Klammern sind aber vollständig ausgedruckt. Akkad und Dirgel, Ofenwürmer. Das heißt Akademiker oder dergleichen oder Oberfeuerwehrmann.